das Jahr 1204. Da kam ein schwarzer Mann daher. Alle dachten, er ein Neger sei. Und glaubten, es ist Zauberei. Als er ihn zum Brunnen ging und wusch sich vom Gesicht den Schweiß, die schwarze Farbe, sie verschwand, auf einmal war er weiß. Jo, Rauch von Kera muss sein, das ist ein guter Job. Man befreit die Kunden vom Ruß, sonst fährt sie groß am Tor. Ob es regnet oder schneit, wenn Not herrscht, sind wir da. Für Kunden und Kamin und das Tor für Tor. Jeder kriegt ein Stück vom Rauch vom Kellerglück. Heute schreiben wir 2010. Geändert hat sich viel im Leben. Die Zeit ist heute sehr modern. Es gibt fast nur mehr feine Herren. Rauch von Kera braucht die Welt, weil sonst die Heizung nicht anhält. Auch gibt es Leute, die traurig sind, die trösten wir geschwind. Jo, Rauch von Kera muss sein, das ist ein guter Job. Man befreit die Kunden vom Ruß, sonst wird sie großer Not. Ob es regnet oder schneit, wenn Not herrscht, sind wir da. Für Kunden und Kamin und das Tor für Tor. Jeder kriegt ein Stück vom Rauch vom Kellerglück. Wenn's uns nicht geben tät, das wär ja wirklich blöd. Weil ohne unseren Schmäh wär das Leben nur halb so schön. Ja, ein Rauch von Kera muss sein, das ist ein guter Job. Man befreit die Kunden vom Ruß, sonst wär sie in großer Not. Ob es regnet oder schneit, wenn Not herrscht, sind wir da. Für Kunden und Kamin und das Tag für Tag. Jeder kriegt ein Stück vom Rauch von Kera Glück.